Was ist denn das? Ist das eine Kamera oder wie? Das ist deine Backstage-Kamera, du Lucky. Du Lucky, du siehst da was, oder nicht? Ja, ja, freilich. Jetzt lass mich hineinschauen. Teppich. Ja. Der hat keinen Teppich, weil der den hier saugt, weißt du? Deswegen kriegt der keinen Teppich. Nein, weil er die Hände in die Hosentaschen hat. Das ist überhaupt verwunderlich, wie der Gitarre spielen kann, weil der dauernd die Hände in die Hosen hat. Aber das sieht also aus, als wenn du auch ein bisschen Automechaniker wärst. Ja, schon. Da? Also Automechaniker habe ich nicht gelernt. Das ist nicht so. Ja, mit den Ketten. Ja, ja. Fahrrad, ja. Fahrrad, Service. Das ist halt alles noch ein bisschen made in Handwerk. Gell? Ja, bei mir ist alles, steht schon, ist alles schon im grünen Bereich. Ja, dann haben wir es schon. Das tut einfach nur weh. Also mir tut es jetzt gleich weh, weißt du, wenn die Schraube da durchkommt. Mit meinem Superwerkzeug. In dem Fall. Es kommt schon durch, ja. Es kommt schon durch. Ich tue mir gerade die einzelne Kanäle, so wie es da angestöpselt ist, tue mir praktisch bei mir jetzt auf die einzelnen Kanalzüge praktisch in. Elektronisch praktisch einstöpseln, so wie sie da einstöpseln, so tue ich mir jetzt und dort praktisch drauf. Wer hat jetzt eigentlich den Überblick, welche Stecker wirklich richtig gesteckt sind? Wer den Überblick hat, ne? Ja. Der hat überhaupt keinen Überblick mehr, weil der noch nicht einmal hingeschaut hat, ob das richtig gesteckt ist oder nicht. Das sind jedes Mal neue Listen, weil sie es nicht merken können. Die sind unfähig. Und dann schreiben sie es auch noch falsch, das ist das andere, aber es ist wurscht. Und Ding, was schon, gell? Du, ich hab mindestens drei Minuten eigentlich. Ja, freut mich. Gut, schon. Kannst du mir meinen Monitor gleich mal ein bisschen leiser machen? Aufgeregt ist man jetzt vor dem Auftritt? Jetzt noch gar nicht. Das kommt erst so kurz vor. Echt?
Keine Routine? Jetzt ist mir noch. Nein, das ist, glaube ich, das wird auch nie passieren. Und sonst ist es damals vorbei, glaube ich. Aber jetzt ist noch so viel enger, fast alles gemacht, alles nicht, was nichts vergessen, weißt schon. Das ist jetzt so. Das ist gut. Also, da hat man noch keine Zeit zum Aufkommen. Jetzt erzähl, wie ist das mit den Jungs? Ja. Der Ton in meinem Jahr war gleich. Du darfst ganz ehrlich sein, wie schön es ist mit uns. Schön. Ich habe es ja vor kurzem erst gesagt, haben wir das wieder mal so Revue passieren lassen, unser Kennenlernen. Und wie die zwei sich erstmal miteinander gesehen haben, haben wir gedacht, die sind wie wenn sie 18 werden. Die haben so viel Schmarrn im Hirn. Vom Ausschauen. Nein. Aber die sind einfach, die sind so richtige Kindsköpfe noch. Das werden sie immer bleiben. Obwohl es eigentlich schon so alt sind. Tja, das ist nur der Mich ist ein Kindskopf. Du bist der Kindskopf. Nein, deswegen haben sie nicht gewusst. Dass das Röschel so jung ist, genau. Und die das völlig anders macht. Nein. Ja, so jung ist es auch nicht. Sie haben mir nur. Bist du mal schnell? Das ist mein Interview. Er redet die ganze Zeit in mein Interview rein. Das ist ein Interview. Ja, weil das ist da losgegangen ist bei dir. Ich wurde gefragt. Die Speisekarte ist losgegangen. Aber ihr braucht ja auch jemanden, der euch führt, oder? Das ist der Wurzel. Ja, der Wurzel. Zack, schaust du nebenbei Netflix oder was ist los? Ja, auf Netflix sind sie noch nicht. Zack, die. Was ist mit Grüßen aus, oder? Ja. Taugst du? Ist die gute Qualität, hä? Du! Kennst ja die Geschichte eigentlich schon, wie die zwei auf mich gekommen sind. Also der Michi und der Franzi sind wieder mal gemeinsam auf der Couch gesessen, auf einer Therapie-Couch. Und wollten einen dritten Musiker haben. Und dann haben sie so überlegt, wen sie jetzt da nehmen könnten. Und dann waren sie sich relativ schnell einig, es muss eine Frau sein, ist klar. Und im besten Falle eine Rothaarige und im noch besten Falle eine Bassistin. Und das haben sie dann eingegeben. Google Suchmaschine rothaarige Bassistin. Kannst du dir vorstellen, was da kommt? Auf jeden Fall keine Musikerseite. Da kommt alles andere. Ja, das war quasi schon mal nichts. Und dann hat der Fonsi diverse Musikerforen durchgeblättert und irgendwann ist auf der Seite gekommen von der vom Bayerischen Mundart. Kultusministerium war das ein Wettbewerb. Genau, aber das war auf der Mundart-AG-Seite, ja, war ich da drin. Und da hat er so durchgebladelt und da ist er bei einem Beutel hängen geblieben, weil da war alles rot. Nichts angeschaut, er ist nur auf Rot gegangen. Und dann, weil man ja hauptsächlich was Rot hat. Ja, genau, Rot und Bass. Also Frau, Rot, Bass. Genau, bloß hier kein Bass in der Hand gehabt, sondern genau. Das glaube ich, Keyboard. Was der Fonsi nicht gewusst hat, ich bin auf diesem Foto nur deswegen rothaarig gewesen, weil ich unter dem roten Scheinwerferlicht gesessen bin. Ich war quasi blond mit rotem Licht. Aber das war unser Glück, sonst hätten wir uns nie kennengelernt. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Das war's. Der rote Scheinwerfer. Der Zufall. Wir haben einen ganzen Kompromiss eingegangen. Ja. Wenn man das so schaut, wieder rot. Ja. Ne? Wieder rot noch. Noch. Wie nervös seid ihr jetzt? Wir sind überhaupt nicht nervös. Wir kennen gar keine Nervosität nicht. Wir zittern bloß und schlüttern die Knie. Schlüttern die Knie. Was sind wir? Nervös? Nervös, ja. Das geht. Ja. Habt ihr alles eingeschalten? Ich weiß nicht. Wir müssen nur so viel aus- und einschalten. Wir müssen, weil wir so viel schauen. Ja, 13 Mal Schlachthof. 13 Mal. Ja, für euch. Ja, bei dir wird das auch noch so weit werden. Ja. Da wird schon viel Spaß.
und viel Energie und viel Kraft und viel Schönes miteinander. Ja, das gleich was mit mir. Ja. Was mit mir? Langsam gehen, hat er gesagt, gell? Bei dir hört man es, wenn du so bist. Warum muss man langsam gehen? Das fehlt mir. Ich stehe fertig. Führt euch. Servus. 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 Traditionell, heute haben wir geschaut, das 13. Mal sind wir da im Schlachthof und meistens tatsächlich Anfang Januar. Manchmal bin ich ein Kind, das sein Weg nicht findet.
Zeit vergeht. Manchmal bin ich ein Feier, das keiner löscht. Manchmal bin ich ein Wildbock, der alle bricht. Manchmal wohne ich in Staaten, wo mich keiner hört. Oh. Und dann hör ich mein Herz auf, auf. Ich schlag mit Verkehr auf, auf. Ja, und dann hör ich mein Herz auf, auf, auf. Mein Herz auf, auf, auf. Hey. Jetzt schauen wir mal, was euer Herz sagt. Singt's mit uns. Brutal, Wahnsinn. Danke. In der Ruhe find ich die Kraft.
spür ich's wieder voll. Eine kurze Zeit, dann spür ich's wieder voll. Das tut es auch gut. Was hast du denn wieder gemacht? He? Die kann man nicht allein lassen. Die kann man nicht allein lassen. Du, ich hab's dir nicht vergessen, ich hab nichts mal können. Was hast du? Ich hab's dir nicht vergessen. Das ist eh gescheiter gewesen. Und du, wenn du das Mikrofon reinschaltest, dann bist du nicht drauf. Hab ich eingeschaltet? Nein, du warst da. Ich hab ja auch eingeschaltet. Ja, du warst da gut raus. Scheiße, hast du wieder ausgeschaltet? Nein. Du warst nämlich vorher schon mit dem Auto gefahren, ich weiß nicht. Wann bist du zufrieden? Bisher? Ja, definitiv, ja. Yo, hey, yo, hey.
spüren die Weiten. Wir spüren Stirb im Herz. Jungs raus in die Welt, oh, damit sah jeder her. Weißt du gut, du? Oh ja! Miteinander. Weil der Jude uns verbindet, oh, im Herz und im Verstand. Man aus, Kinder! Jola, hey, jo, hey, jo, hey, jo, hey, jo, hey, jo, hey, jo, hey,
Tommy, das ist ja was. Geht's noch? Ja, so. Wow. Ich wäre ja nicht wirklich oft rot, aber jetzt glaube ich, bin ich rot. Zeig gerade die. Sehen Sie, und das ist das, was ich meine. Wenn man frei wird, wenn man dann aufmacht, wenn man rausgeht aus sich oder sowas, was für eine Freude und was für Energie, dass wir miteinander schaffen. Das sind wir ja alle praktisch, weißt du schon. Und das ist halt einfach das größte Geschenk, das wir kriegen können, wenn wir so ein Publikum haben wie ihr heute. Das ist echt Wahnsinn. So was haben wir jetzt da herin auch noch nicht erlebt. Wir haben schon viel, wirklich. Also, ja. Wir sind eins, du und ich und der und dort. Wir sind eins, wir sollten uns nicht voreinander fürchten. Wir sind eins, unser Herzschlag ist der gleiche. Wir sind eins, ob rot, ob gelb, schwarz, braun oder weiß. Wir sind eins. Wir sind eins. Und wir sind eins. Wir sind eins. Schönheit für Alter.
Sau, sau geil. Ja. Ja. Steffi, Michi. Fazit. Und der Frieden geht aus, sind weiter. Ja, genau. So ist es nur miteinander geht. Genau. Wir freuen uns das nächste Mal. Und jetzt haben wir uns aus. Genau. Servus. Nein, die Leute.